Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen wieder zu einem neuen Podcast. Und zwar heute wieder mit dem Proneon am Start. Und das heutige Thema des Podcastes lautet die neue Season. Und zu dem Thema kann, beziehungsweise können wir durchaus etwas sagen, weil wir haben ja die neue Season schon antesten können, beziehungsweise ich. Und demzufolge kann ich da einiges zu sagen, sicherlich. Ja, also, wird wieder mega spannend. Ja, wir haben ja schon mal einen Podcast gedreht und kam ja mega, mega gut an. Und deswegen dachten wir uns, hey, knallen wir einfach direkt noch einen zweiten Part hinterher, gell? Ich hoffe, euch gefällt's. Wenn ja, drop a like, leave a subscription. Und jetzt würde ich sagen, let's get into this Thema. Genau, Leute, auf geht's. So. Geil. Der Neon macht hier quasi die Frageleitung, weil Neon macht ist ja auch. Frageleitung. Weiß nicht, wie ich es nennen soll, du weißt, was ich meine. Der Punkt ist okay. Ja, ich habe die Season ja schon getestet, letzten Dienstag, als sie rauskam. Neon allerdings noch nicht. Das heißt, er ist quasi der Unwissende hier. Exakt. Das heißt, er wird quasi so jetzt hier ein bisschen die Fragen stellen und sinngebend für all die Leute, die die Season ebenfalls noch nicht gesehen haben. Und dann kann ich so ein bisschen drauf eingehen. Im Hintergrund werdet ihr dann auch Gameplay sehen, was aus dem Livestream ist, also wo ich gezockt habe auf den Testservern. Wir können da über verschiedene Sachen reden. Ich kann über die neue Favela sprechen, ich kann über den Operator sprechen, aber auch generell über so ein paar Sachen wie Shattered Glass zum Beispiel. Da kann ich definitiv einiges zu sagen. Sag doch erstmal für die ganz Unwissenden, wie heißt denn die neue Season? Die neue Season trägt den Namen Northstar und ist jetzt insgesamt die zweite Season aus dem Year 6. Spannend. Ja, Northstar, stimmt. Das hätte ich auch noch hinbekommen. Nordstern, für alle, die es gerne deutsch mögen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja einen neuen Operator. Genau. Und eine überarbeitete Map, oder? Genau. Die überarbeitete Map, das habe ich bereits gesagt, das ist Favela. Obwohl ich sagen muss, Favela sieht wirklich... Also als ich die Map gespielt habe, ich habe das im Stream selber, glaube ich, zigtausend Mal gesagt... Die Map ist mit der alten Favela, also innerlich, nicht mehr wiederzuerkennen. Das Setting ist viel anders, du hast viel breitere Räume. Ich würde sogar sagen, sie ähnelt ein bisschen, also von den Räumen. Das ist jetzt eigene Empfindungssache, Leute, also bitte kritisiert mich da jetzt nicht. Ich finde, von den Räumen gestalterisch erinnert es mich ein bisschen an eine Mischung aus... Villa und Border, würde ich sagen. Weil einige Räume sind halt relativ groß gehalten. Obwohl damit... Aber das Setting ist nahezu gleich. Also es ist quasi, das haben auch die Devs gesagt, die Map soll sich anfühlen wie eine neue wie eine neue Map im Favela-Stil. Und ich finde, das tut sie sehr, sehr gut. Optisch erkennt man sie noch relativ gut an einigen Ecken, aber innerlich... ja, es ist schon wieder etwas schwieriger da. Gibt's den lachenden Truck noch? Den lachenden Truck gibt's tatsächlich noch, genauso geil. Wie diesen. Genau, das habe ich extra überprüft, nämlich die Map außen mal abgelaufen bin. Den lachenden Truck gibt's noch. Und es gibt auch noch dieses lachende oder dieses grinsende Gesicht, das es an den Stairs gibt. Das gibt's da jetzt auch noch. Also, das habe ich auch wieder gefunden. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, da gab's zwei. Ich habe nur eins wieder gefunden. Im Hintergrund seht ihr dann auch welches. Es gibt da, glaube ich, noch ein anderes, das weiß ich jetzt aber gerade nicht. Ansonsten korrigiert mich da einfach mal in den Kommentaren. Aber ich meine, es gäbe zwei und davon habe ich nur eins wiedergefunden. Okay. Ja, das war ja aber auch genau das, wo die komplette Rainbow-Community gefühlt seit Jahren schon gesagt hat, hey, scheiße, überarbeitet doch mal Favela jetzt. Ich auch inklusive, weil mich, haben es einfach nicht gemocht, dass diese Map so extrem attacker-freundlich ist, weil du hast so viele Möglichkeiten, die Wände zu zerstören, gerade auf so den Spots oben, ich weiß jetzt die Spotnamen leider nicht, da wurde so dermaßen außen gespielt, also du hast quasi das ganze, die ganze Wand aufgemacht und die Defender da wortwörtlich komplett rausgesiebt, also gäbe es einen Operator mit der Harpune, der hätte die sich einen nach dem anderen rausgefischt. Dann gäbe es massenhaften Damage, also Fallschaden, Tode, denke ich, sage ich jetzt mal so. Wäre sicherlich auch lustig, vielleicht gibt es da irgendwann einen Operator mit Harpune. Please don't, Yubi, please don't. aber gut. Ja. Das war mit unserem Hauptpunkt und ich kann euch Gott sei Dank versichern,
Das ist bei der neuen Favela nicht mehr so. Die ist... Die ganze Wand... Ich weiß nicht, Neon, kennst du diesen... Wenn du... Ich weiß jetzt nicht, welcher Spot das ist. Ich spiele auf Favela zu wenig. Wenn du spawnst, diese Leiter hochkletterst und dann geradeaus guckst und diese komplette Destroyable-Wand vor dir siehst. Also Destroyable-Wall. Ja. Die ist jetzt komplett aus Stein bei der neuen Map. Das ist gut. Ja. Also du hast deutlich weniger Möglichkeiten. Also die Map ist jetzt... Also im Vergleich davor... sehr, sehr, sehr weniger zerstörbar geworden. Also, ich find's sehr, sehr gut, wie sie die gemacht haben. Sehr, sehr gut. Gibt's den Spawn-Peak noch? Wenn du die Leiter hochkommst, da, da wurdest du ja immer abgeschossen. Immer. Wo genau? Meinst du aus der Hütte? Also die Hütte wurde verschoben. Die ist jetzt nicht mehr links, sondern die haben so ein Stück weiter nach rechts gehievt. Das sieht extrem seltsam aus. Aha. Weil du hast da jetzt quasi einen extremen... Also so einen kahlen Platz, weil diese Hütte wurde ein Stück weiter nach links gehievt. Die sind jetzt quasi gegenüber. Weißt du, was ich meine? Kannst du es dir vorstellen, bildhaft? Gegenüber von was? Von dem Spot, den man so scheiße verteidigen kann, wo quasi die eine Bombe oben ist und die andere Bombe unten, wo du durch einen Dropper hast. Ja. Ja. Und dann links noch die Stairs. Der Spawn-Peak funktioniert aber noch, oder? Von der Hütte aus. Das ist schwierig zu sagen, weil wenn du aus der Hütte rausguckst, hast du den anderen Teil gegenüber und die versperrt dir ja quasi die Sicht, aber ich hab's leider nicht getestet. Auf den Spawn, wo die Leiter ist. Ich glaube, den gibt's nicht mehr, aber ich habe das jetzt nicht explizit nachgeprüft. Müssen wir mal schauen. Ich kenne mich mit Spawn-Picks nicht so aus, das müsstest du dann mal für dich selber prüfen. Ansonsten, falls ihr es getestet habt, dann schreibt es gerne mal in die Comments, weil ich kann da jetzt zu leider nicht viel sagen. Sag ich mal. Ja, okay, spannend. Yep. Und, also Favela wurde deutlich besser, richtig? Ja, kann ich definitiv so sagen. Also mir persönlich gefällt sie um Längen besser. Sie hat jetzt zwar sehr viel mehr Räume, aber sie hat auch ein paar interessante Elemente. Zum Beispiel hat sie eine Stairs, wo es jetzt quasi so eine Art Müllschacht gibt, wo du den Müllschacht runterspringen kannst. Dann kannst du quasi wie so eine Etage runterspringen. Es ist vergleichbar mit dem Elevator aus Tower, nur du hast die Stairs noch außenrum. Das heißt quasi, du hast oben die Möglichkeit, die Stairs runterzugehen oder durch den Elevator-Schacht, diesen Müllschacht zu springen. Das heißt, du könntest zum Beispiel eine Flashbang auf die Stairs schmeißen, dann runterspringen und den Gegner aus diesem Schacht killen. Auch ganz nice, aber das Problem ist halt, gegenüber von dem Schacht ist eine Tür. Und was ist mit dem neuen Operator? Der neue Operator trägt den Namen Thunderbolt. Ich musste gerade überlegen. Ich wusste Thunder noch, aber ich wusste den Nachteil nicht mehr, den hinteren Teil des Namens nicht mehr. Sie ist, wenn ich mich recht entsinne, ein Free Speed One Armor Operator, hat Contact und C4. Oh ja. In der Als Verteidigung. Primaries hat sie die Spaß, also Lecker. Die Shotgun von Kev. Und die Spear von Finker, also die Primärwaffe von Finker. Allerdings, in der Verteidigung, allerdings hat sie kein Mehrfach-Visier, sie hat nur Stufe 1 Visiere, also Holo, Reflex, Red Dot und so weiter. Ich glaube, sie hat auch nur diese drei. Aber die Standard, also dieses Standard Red Dot, Standard Reflex, Standard Holo. Also sie hat jetzt nicht dieses spezielle Holo von Mozzy zum Beispiel. Oder auch dieses, ich sag jetzt mal, Drecksholo von Mute. Also ihr wisst, welches ich meine, sicherlich, wenn ich Drecksholo sage, also egal. Als Secondary hat sie, da bin ich mir jetzt unsicher, ich glaube, also sie hat die Q929. Ich weiß jetzt allerdings nicht, von welchen das die Pistole ist. Ich glaube, es war Ying. Und ich glaube, sie hat noch eine SMG, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob es eine SMG war. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Und ihr Gadget nennt sich Kona Station, davon hat sie 3 Stück. Und diese kann sie dann platzieren, die haben... Jetzt ist die Frage, wie den Radius. Also der Radius ist kleiner als ein Banshee, aber... ist eine gute Frage. Ich würde sogar sagen... Ich weiß es jetzt aus dem Kopf nicht mehr so genau. Aber ein bisschen größer als, würde ich jetzt mal sagen, So ein Feld von einer Kite-Kralle, also der Radius von einer Kite-Kralle, also ein Stück größer oder ein Stück kleiner. Also irgendwas in dem Bereich, würde ich sagen. Und sie kann davon halt 3 platzieren. Und wenn du da in die Nähe gehst,
kriegst du ein Heal. Ich glaube, es waren 20 HP oder... Ich glaube, 20 waren es. Oder 25, bin ich mir nicht gerade gar nicht mehr so sicher. Und es ist auf jeden Fall so, nachdem dich diese Kona Station geheilt hat, bist du quasi... kann das Ding quasi dich nicht instant wieder healen, sondern hat einen Cooldown, ich glaube von 35 Sekunden. Ich bin mir, wie gesagt, da gerade nicht sicher, ansonsten korrigiert mich in den Kommentaren. Und erst dann kann ich so ein Ding wieder healen. Das ist krass. Du kannst aber zum Beispiel, wenn du sie alle dicht beieinander platzierst, die einfach von allen drei hintereinander einen Heal holen. Habe ich auch im Stream ausprobiert und das geht tatsächlich und es ist einfach... Ich habe so ein bisschen meine Probleme damit. Ja, ich habe so ein bisschen meine Probleme damit, weil du musst bedenken, stell dir mal vor, du bist so im Gunfight. Ja. Gegen eine Sofia zum Beispiel oder gegen einen anderen Operator und bist fast tot, so 10, 11 HP nach dem Gunfight. Und dann gehst du da einfach hin, kriegst 3x 20 HP und bist fast wieder Full Heal. Ja, gut, das ist dann halt immer so die Sache, aber die haben halt dafür einen langen Cooldown. Das Problem ist, du kannst den Cooldown umgehen, wenn du, also wenn Thunderbird quasi den. Die Kona Station aufhebt, nachdem sie geheilt hat, und dann wieder platziert. Dann hat die zwar einen kurzen Delay von 2-3 Sekunden, aber dann kann sie dich instant wieder healen. Ja, ja. Und dadurch kannst du den Cooldown umgehen. Ich denke mal, das wird gefixt, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass das ziemlich oft abused wird. Ja. Und das Problem zum Beispiel dabei ist, bei der Funktion, was ja auch viele gedacht haben, die dachten sich, ja, okay, jetzt haben wir wieder einen Healer in der Defense, ist das nicht zu stark? Ich kann da an der Stelle Entwarnung geben, nein, ist es nicht, denn die Kona Station heilt auch Angreifer. Ach so. Da funktioniert das gleich wie bei den Defendern, das heißt, die laufen einfach nah genug dran und kriegen den Heal. Das heißt, die können sich auch dreimal den Heal holen. Dann spiele ich die und, halt nie, wieso? Und ein weiterer Nachteil von dem Ding ist, wenn du zum Beispiel mit einem Attacker im gleichen Raum stehst und du hast zum Beispiel 30 HP und der Attacker 15, dann priorisiert die Kona Station... Den Operator mit der geringeren HP-Zahl. Ja, das heißt, nicht du kriegst den Heal, sondern zum Beispiel der Attacker, der gerade vor dir um die Ecke kommt und weniger HP hat. Das heißt, in dem Fall hast du echt gearscht. Also, ja. Aber, dann, aber was sie auch kann... Der Operator macht ja dann gar keinen Sinn. So. Naja, sagen wir so, Sinn macht's schon, denn du kannst zum Beispiel, wenn du injured bist und nah genug rangehst, kann dich die Kona Station selbst wieder hochholen. Das ist wesentlich präziser als Doc es könnte. Ja. Und sie hat halt, und die Kona Station hat halt unendliche Ladungen, die ist nicht begrenzt. Okay. Ich kann auch was zu den Kontern sagen. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber ich kenne einige. Also Konter wird. Also du kannst, nee, nicht bei den Operatoren, bei der Kona Station meine ich jetzt. Die Kona Station wird zum Beispiel ausgekontert von Twitch. Die Twitch-Drohne kann die zerstören. Fetcher, der legt die nur lahm. Das heißt, er zerstört sie nicht. Ja. Und ansonsten durch jede andere Art Gadget, was irgendwie... Du kannst das Ding auch zerschießen, also kugelsicher sind die nicht. Aber ich habe bemerkt, dass die nur sehr selten zerschossen wurden, weil die halt einfach auch die Möglichkeit bieten, dass du dich als Attacker hochheilen kannst. Ja, ja, klar. Da kann man sagen, was man will, aber ich finde, Finca ist gemessen an Doc und natürlich auch jetzt an Thunderbird bei weitem nicht so effektiv im Healen. Ja. Na gut, dafür hat sie halt den Vorteil, dass sie eine Recall Reduction hat, aber das bringt ansonsten nicht so viel. Also der Heal an sich und ja gut, die Reduction kann zum Beispiel, wenn du sie nicht timest oder absprichst, dazu führen, dass ein Gegner zum oder ein Attacker zum Beispiel, also ein Mate, nicht checkt, wann er kein Recall mehr hat und dadurch verzieht und einen Gunfight verliert. Kann sein. Mir ist es noch nicht passiert, aber ich habe von der Möglichkeit gehört, dass es auch schon Leuten passiert ist. Ja. Okay. Sonst noch Fragen oder so, weil ich habe noch einiges anderes, was ich sagen könnte, ja, weil es gibt ja neben dem... Ich gar nicht, ich finde das spannend. Noch anderes. Und zwar bekommen einige Operator ja Buffs und Nerfs. Und ein Operator, der signifikant genervt wird, ist Ashe. Und zwar ist es lustigerweise das, was ich prophezeit hatte. Und zwar hat der Recall-Nerf, den Jäger, der Jäger getroffen hat, jetzt auch Ashe getroffen. Ja. Das heißt, Ashe hat deutlich mehr Recall. Das heißt, du merkst jetzt wirklich, ich habe es auch getestet, ich habe ja Ashe gespielt. Wenn du die mit Holo spielst, also die R4C, ob es bei G36 ist, habe ich nicht getestet, aber ich glaube, es betrifft nur die R4C. Du spürst auf jeden Fall, dass die Waffe jetzt Recoil hat. Also selbst mit Holo, du spürst es. Okay.
Was noch hinzukommt, ist, dass sie ihren dritten Sprengkopf, den sie ja zu Beginn der letzten Season, glaube ich, war das, bekommen hat, den hat sie jetzt wieder verloren. Aha. Inwiefern das nützlich oder nicht nützlich ist, kann ich jetzt nicht so gut beurteilen. Ich finde schon, der Sprengkopf hat ihr eine Möglichkeit gegeben, deutlich mehr Vertical Druck auszuüben. Also definitiv mehr Möglichkeiten, weil ein Geschoss mehr heißt ein Loch mehr. Ja, ja. Beziehungsweise heißt auch im Endeffekt ein paar Gadgets weniger, je nachdem, wo du das hinschießt. Mhm. Und, also gut, ich kann das da nicht so beurteilen, aber ich finde, der R4C-Nerf war ganz gut. Okay. Aber ich denke nicht wirklich, dass der was ändern wird, weil Leute, die sehr gute Recoil halten können, die werden Ash auch weiterhin spielen. Also ich denke aber mal, für Leute, die sie eher weniger spielen, wird sie weniger in Frage kommen. Also ich denke gerade, die Anfängerfreundlichkeit könnte ein bisschen abnehmen. Okay. Eben weil der Recoil jetzt etwas höher ist. Eine weitere Anpassung betrifft Warden. Und die finde ich sehr, sehr gut. Denn Warden ist ja so ein Operator, seitdem er rauskam, den ich wirklich oft gepickt wurde, weil er halt eine Meta kontert, die schon lange nicht mehr aktuell ist. Eben diese Smoke-Meta. Er kann zwar noch durch Rauch gucken, also das kann er immer noch. Also es wurde ja viel an der Brille gemacht. Und ich glaube auch an der Bewaffnung hin und wieder mal. Aber er bekommt... Oder soll. Ich habe es versucht zu testen, ich habe aber nicht so gute Einblicke bekommen können, deswegen kann ich da jetzt nicht so gut drüber sprechen. Aber was ich gehört habe, das ist jetzt nur ein Gerücht, weil ich es wie gesagt nicht testen konnte, weil es sich keine Möglichkeit ergeben hat. Er soll wohl jetzt wie eine Defense IQ funktionieren. Das heißt, wenn er seine Brille aktiviert, kann er nicht nur durch Rauch gucken, sondern er sieht quasi auch Elektronik der Attacker, sei es eine Twitch-Drohne, die hinter einer Reinforced Wall steht, sei es eine Drohne, die irgendwo rumsteht oder anderes Zeug. Ja, ich denke mir auch eine IQ, wenn sie ihren Scanner aktiviert, könnte er womöglich auch sehen. Mhm. Das heißt, er wäre ein potenzieller IQ-Konter. Mhm. Je nachdem. Also, ich finde es eine sehr, sehr interessante Idee. Ich bin auch gespannt, ob das was an seiner Pickrate macht. Aber insgesamt sehr, sehr gut, weil du kannst halt so sowohl ein Smokeplant, also Smokeplant kannst du mit ihm ja sowieso eigentlich recht gut verhindern. Ja. Aber du könntest halt damit zum Beispiel auch rechtzeitig wissen, zum Beispiel, wenn eine Fetchernate irgendwo kommt, dann könntest du einem Active Bandit callen, hier, da kommt eine Fetchernate, nimm deine Geräte weg. Oder dass ein Termite irgendwas zündet. Ich meine, die Charge ist ja auch elektronisch. Ja. Die Termite Charge. Der würde das auch sehen. Das heißt, in Bezug auf den Active Bandit wäre er extrem stark. Also, da bin ich gespannt, ob man das auch in der neuen Season of Star sehen wird. Ja, ja. Ich könnte es mir vorstellen, aber ich bin mir da nicht so sicher. Sehr, sehr cool. Ja. Jo. Okay. Was mich wundert, ist, dass du mich noch nicht nach Melusi gefragt hast. Ja, dann erzähl doch. Du erinnerst dich an den besprochenen Melusi-Nerf aus dem letzten Podcast, den wir besprochen hatten, wo wir diskutiert haben, ob der zu stark ist oder zu schwach. By the way, Leute, wenn ihr die erste Episode noch nicht gesehen habt, schaut es euch gerne mal an. Ja. Was denkst du? Ich möchte erstmal so eine Theorie von dir haben. Was denkst du, wie wurde das gelöst? Fass nochmal kurz Resümee, was sollte gemacht werden? Das Ganze was gemacht sollte werden? Nicht mehr kugelsicher sein, meine ich. Und dass man das zerschlagen kann. Der Punkt war, man sollte es zerschießen können. Man sollte es zerschießen können. Ja, meine ich doch. Also es sollte quasi die Bulletproof Ability verlieren. Ja, genau das meine ich eben. Und wie das gelöst wurde, ja, wahrscheinlich irgendwie so, dass es eine HP-Anzahl hat. Also so wäre es am sinnvollsten, finde ich. Ja, das ist halt immer so das Ding, weil bezogen auf das Spiel, guck mal, hat zum Beispiel bezogen auf eine Barrikade, hat eine Barrikade eine Health-Anzeige oder nee, irgendwas, keine wo du Anzeige, länger brauchst, um es zu zerstören. Ja, natürlich eine Barrikade. Ja, die Frage ist halt bei der Health-Anzeige, inwiefern passt das ins Spiel? Ja, du musst ja keine Health-Anzeige machen, aber zum Beispiel jetzt bei Barrikaden, die kannst du ja auch aufschießen, so. Ach so, das meinst du. Ja, also der Punkt ist, zerstören kannst du die, ja. Ich hatte zum Beispiel mitgerechnet, dass sie einen Banshee verliert, hat sie aber nicht. Sie hat immer noch alle drei, am Radius haben sie nichts umgemacht, also nichts geschraubt. Was sie aber verändert haben, ist, dass sich das Banshee
wenn man es platziert, nicht mehr öffnet. Ihr kennt das ja vielleicht noch von der aktuellen Melusi, wenn du die Banshee platzierst, öffnet sich das so wie eine Blume. Ja. Das tun die in der neuen Season nicht mehr. Die bleiben verschlossen. Ja. Der Grund, wenn sie aktiviert werden, öffnen sie sich und die Mitte, die man quasi auf dem Live-Server im Moment noch sehen kann, ist dann die Schwachstelle. Ja, die kann man dann zerschießen. Dafür kann man sie aber nicht mehr knifen. Nicht mehr knifen, okay. Man kann sie nicht mehr knifen. Ob das auch der Fall ist, wenn sie geöffnet sind und man in den Schwachpunkt knift, das weiß ich nicht. Das habe ich leider nicht testen können, weil wie oft kommt es mal vor, dass du das in der Gunfight-Situation wirklich testen kannst, ohne zu sterben? Ja. Das ist so die Sache, ne? Ja, ja. Das müsste man in einem Custom-Game mal testen, so, aber an sich, ich halte es nicht für unmöglich, aber es ist schon schwer, an einen Banshee ranzukommen, wenn es geöffnet ist und es zu knifen und es nimmt sehr viel mehr Zeit weg, als drauf zu schießen. Ja. Deswegen denke ich, wird das eher selten wirklich vorkommen, dass Leute versuchen, das zu knifen. Dann gibt es jetzt die neuen Spots, die irgendwo ziemlich weit oben sind, damit du dich nicht abschießen kannst. Ja, ja, das finde ich aber auch gut, weil dadurch zum Beispiel, das erhöht ja die Skillkurve von Melusi, weil du kannst sie jetzt nicht mehr einfach so in der Gegend platzieren, sondern musst die irgendwie taktischer platzieren, dass du die nicht direkt abschießen kannst. Ja. Das finde ich wiederum gut. Definitiv. Weil ich finde es immer nicht sonderlich schlecht, wenn man eine Skillkurve eines Operators, der sowieso ein bisschen problematisch in seiner Stärke ist, ein bisschen anhebt im Skill, in der Skillkurve. Das finde ich nicht schlecht. Ich auch, ja. Genau. Ja, gut. Was kann man noch sagen? Ach so, ich hatte das Shattered Glass angesprochen, ne? Ja, genau. Kannst du dir drunter was vorstellen, wenn du Shattered Glass hörst? Ach so, das hattest du schon mal erzählt, dass dieses Glas dann so anbricht, so. Und man nicht mehr durchschauen kann. Wenn man so möchte, ja genau, im Grunde so ist es. Das funktioniert, by the way, auch von der Innenseite, also zum Beispiel in Bezug auf Mira. Und ich finde es mega geil, dass, also das ist jetzt wieder meine persönliche Meinung, Achtung, persönliche Meinung. Ich finde es mega gut, dass Ubisoft endlich bei Mira nach diesem, ich sag mal, in Anführungszeichen, beschissenen Vector-Nerf, der mal so komplett dämlich war, also ich denke, ihr wisst das Problem noch. Das Problem, warum Mira halt gebannt wird, liegt halt offensichtlich nicht wirklich an der Waffe, sondern eher an ihren Mira-Fenstern. Ja. Und deswegen finde ich diese Shattered Glass-Mechanik so gut, weil sie ist eben ein Nerf für die Fenster, also sprich für die Mira-Windows. Und das finde ich mega gut, weil du kannst damit zum Beispiel, wenn du als Attacker nah genug rankommst, knifen und dann bricht dieses Glas und du kannst nicht mehr durchschauen. Ich könnte mir vorstellen, ich habe es wie gesagt nicht getestet, aber ich könnte mir vorstellen, dass du das Glas dennoch rausschießen kannst. Dann fällt das raus, dann hast du wieder eine Sichtlinie. Ja, da weiß ich es aber nicht, ich habe es wie gesagt nicht getestet, aber ich halte es für realistisch, weil das wäre auch eine sehr gute Möglichkeit, weil du könntest als Mira trotzdem noch was machen. Ja. Wird, denke ich, ein bisschen was an der Meta verändern. Also vielleicht immer, ganz klein. Immer. Auf der Pro League-Ebene denke ich auch. Ja. Weil ich glaube, da ist Mira durchaus auch präsent. Denke ich. Ich weiß es jetzt, nicht. Auf vielen Spots, ja. Tatsächlich. Ja, sei es jetzt hier. Die Snowmobile Garage in auf Chalet oder Waffenlagerschränke in auf Border. Genau. Ja. Das sind so die Spots, wo ich denke, wo man sie ziemlich oft auch sieht, auch im Casual. Und es ist definitiv, finde ich, eine sehr gute Änderung. Bleibt halt nur abzuwarten, inwiefern das nervig oder störend ist. Das bleibt abzuwarten. In dem Bezug habe ich auch viel Negatives gehört, was mich sogar gewundert hat. Über diese Möglichkeit oder diese Änderung, dass die toten Leichen jetzt verschwinden, nachdem sie tot sind. Aha. Da habe ich tatsächlich ein paar negative Sachen gehört, wo ich mir dachte, warum? Ich meine, ich finde es jetzt nicht unbedingt schlecht so, aber ich hätte es jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, aber ich störe mich jetzt auch nicht dran, dass es nicht mehr geht. Also kurz zur Erläuterung. Man kann sie nicht mehr reinlegen so. Oder? Ja, zum Beispiel, also die Leichen, die spawnen einfach und da bleibt halt nur noch die Waffe zurück. Und quasi
so ein Operator-Icon. Das ist quasi wie wenn jemand disconnected. Da bleibt dann nur die Waffe übrig. Nur, dass da jetzt halt zum Beispiel noch ein Operator-Icon ist in der jeweiligen Farbe. Das heißt, man weiß dann zum Beispiel, ist da ein Attacker gestorben, ist da ein Defender gestorben. Und so weiter. Ja. Wobei ich sagen muss, dass das ein bisschen Realismus auch rausnimmt, so irgendwie. Weil ja, das stimmt schon. Das stimmt es schon. Ist ja realistisch, aber wenn die da liegen bleiben, so. Ja, der Punkt ist aber, es ist auch irgendwo unfair, weil, stell mal vor, du würdest dadurch zum Beispiel mal einen Gunfight verlieren, weil du zum Beispiel in einer Leiche liegst, oder ein Gegner in einer Leiche liegt, die bei dir zum Beispiel, oder keine Ahnung, das, oder irgendwelche anderen Situationen, zum Beispiel du willst irgendwas abaimen und der Gegner hat quasi eine Leiche zum Schutz, die bei dir überhaupt nicht ist. Ja, oder ja. Andere Situationen, die deine Sichtlinie behindern können, wo der, weil man kennt es ja, Leichen liegen ja nicht immer überall gleich. Ihr kennt, wenn das ihr unsere Aufnahmen, unsere Videos regelmäßig schaut, dann werdet ihr oft festgestellt haben, zumindest an manchen Stellen, dass oftmals Operator in der einen Perspektive woanders lagen. Sei es zum Beispiel das, der Capitão, wo wir uns diskutiert haben, der Capitão, der auf Fortress im Eingangsbereich irgendwo woanders rumlag, wo der bei einem an den Stairs lag, bei einem links an der Tür. Gut, ich denke nicht, dass das oft ein Faktor ist, dass man Gunfights verliert, zumindest bei mir ist es jetzt nicht der Fall. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es durchaus nervig ist, wenn du zum Beispiel, wenn die Schüsse zum Beispiel dauernd irgendwie glitschen oder so. Ja. Doch, da hast du absolut recht. Also, auch da wieder so, es ist natürlich, es verändert einiges. Und man kann sich halt auch nicht mehr so in Leichen verstecken, was ich halt auch ganz gut finde. So, aber es nimmt halt trotzdem ein Stück Realismus raus. Was sagt ihr dazu, Leute? Mal unten in die Comments schreiben. Ganz wichtig. Hast du noch Fragen? Fragen jetzt primär tatsächlich gar nicht. Was ich aber noch zum Beispiel sagen könnte, wo es mir gerade einfällt. Davon bin ich weniger betroffen von, aber es hat sich definitiv geändert. Und zwar, diese kleinen Pistolenlöcher, diese ganz kleinen Pistolen-Peakholes, wo du mit einer Pistole in eine Wand schießt und durch dieses eine Loch guckst, das geht nicht mehr. Wieso das denn? Das haben sie geändert. Also das haben sie rausgemacht, damit du halt eben nicht mehr als Attacker zum Beispiel irgendwo main reingehst und getötet wirst durch ein Loch, das du aus der Entfernung nicht sehen kannst. Ja, macht schon Sinn, aber was du noch machen kannst, ist zum Beispiel ein Loch irgendwo mit der Faust reinschlagen und durchgucken. Nur durch so ganz mini kleine Löcher. Das haben sie rausgemacht. Das heißt, wenn du zum Beispiel noch mehrere Löcher in der Wand ballerst, die bleiben einfach schwarz. Das heißt, irgendwann fällt ein Stück Holz raus. Das haben sie halt, glaube ich, speziell deswegen gemacht, weil es da eben sehr viele Leute gab, die durch solche kleinen Mini-Peakholes gestorben sind. Und das wohl auch sehr frustrierend fanden. Ja, natürlich, aber auch da ist wieder die Frage, hey, das ist doch realistisch so. Ich weiß nicht. Ja, aber der Punkt ist halt, Realismus in ein Spiel zu packen. Ich sehe Lutz jetzt schon wieder mit dem Rückstoß einiger Waffen in den Kommentaren. Wirklich realistisch ist dieses Spiel nicht mehr so wirklich, seitdem es, denke ich mal, die Hologramme von Alibi gibt oder auch schon viel früher. Ja, sag ich mal. Ist schon richtig, aber es ist ja trotzdem noch sehr nah an der Realität gehalten, was ich halt so krass an diesem Spiel schätze. So. Ja klar, der Punkt ist halt, wie gesagt, du musst halt immer vergleichen, finde ich. Ja, realistisch auf der einen Seite, aber inwiefern schadet oder hilft das der Gesundheit des Spiels? Weil was bringt dir ein extrem realistisches Spiel, wenn es niemand spielt, weil jeder frustriert ist, weil es Mechaniken gibt, die einfach für das Spielgeschehen so unfair sind, dass sie der Gesundheit schaden. Also das Spiel, der Gesundheit des Spiels schaden. Da musst du einen Kompromiss finden. Ja, definitiv. Und ich finde halt, für Spieleentwickler ist es halt auch schwer, das so zu balancieren. Auch weil es mehrere Spieler Meinungen gibt. Ja. Absolut. Es gibt ja nicht umsonst immer so sozusagen gewisse Tester, die ja auch das testen. Und ich meine, Ubisoft lernt halt auch dazu, zum Beispiel diese Einführung, dass neue Operator erst eine Woche, glaube ich, nicht im Rang spielbar sind. Das wurde auch eingeführt. Das war ja am Anfang auch nicht so. Das wurde ja speziell, glaube ich, mitunter geplant war es, aber durch Lion zum Beispiel wurde das ja signifikant beschleunigt. Und auch die Pro League, denke ich, spielt einen wesentlichen... Ich wusste nicht mal, dass es das überhaupt gibt. Naja, ist mir noch nie aufgefallen. Das wurde aber eingeführt, ein bisschen auch wegen, also Lion hat den Prozess beschleunigt, aber das war sowieso geplant.
Aber auch zum Beispiel das Map, das Operator-Bann-System. Da war Lion auch ein Faktor, dass das schneller vonstatten ging. Mhm, okay. Ja, ja, bei Lion kann ich es verstehen, doch. Jo. Eine Sache, die ich auch noch sagen kann, die mir auch gerade so auf die Schnelle noch eingefallen ist. Und ich weiß nicht, ob du sie mögen wirst oder nicht. Dazu wird eine Frage. Wie findest du die aktuelle Killcam? Killcam? Ich finde sie eigentlich gut. Also sie zeigt alles, was man braucht. So. Okay. Finde ich. Denn die Killcam wird geändert. Ah ja. Interessant. Und zwar verschwindet die Slow-Mo-Mechanik. Slow-Mo? Wenn du getötet wirst, ist es doch für kurze Zeit die Umgebung in Zeitlupe. Ach so, ja, ja, ja. Das wird rausgenommen. Mhm, und dann kommt direkt die Killcam, oder was? Genau, das heißt quasi, du stirbst, fällst in Echtzeit um, dann kommt eine Sekunde danach direkt die Killcam. Die kannst du auch skippen. Und Lutz hat mir zum Beispiel auch gesagt, er findet das extrem nice. Ja, und cool. Ich kann mich dem eigentlich anschließen, weil es nimmt halt nicht so viel Zeit raus. Ja, das kann du bei der Wiederholung bist. Weil guck mal, in der jetzigen Killcam, du bist erstmal, glaube ich, 4 Sekunden Zeitlupe, dann noch 3 Sekunden angezeigt, nicht, von wem du getötet. Ja, aber dann bist du ungefähr gefühlt 2 Sekunden, siehst du dann noch, welcher Operator dich gekillt hat, welcher Spieler dich getötet hat, und erst dann siehst du die Killcam. Ja. Das ist so viel Zeit, die verloren geht, in der du einen Call machen könntest, in der der Gegner Zeit hat, um zu moven. Ja. Das heißt, Calls werden so genauer. Also, denke ich. Das wäre durchaus eine Möglichkeit, weil wenn die Killcam schneller einsetzt, ist sie schneller vorbei. Heißt, der Gegner hat weniger Meter zurückgelegt. Falls er überhaupt Meter zurückgelegt hat. Ja. Das heißt, du kannst nochmal wesentlich präziser callen, weil der Gegner sich nicht so weit entfernt haben kann. Mega. Eine Sache, die auch geändert wird, wo ich etwas kritisch bin, mich denke ich nicht der Einzige, ist die Änderung am HP-System und da gab's ja mal was so mit. Genau, und dass man jetzt quasi so eine After-Death-Activity hat. Aha. Weißt du, was ich meine? Nein. es ist jetzt quasi, es ist ja im Moment auf dem aktuellen Live-Server so, wenn du stirbst, dann kannst du deine Drohne und so nicht mehr fahren. Du kannst nur noch durch sie durchgucken. Ja. Oder auch zum Beispiel als Maestro. Wenn du stirbst, kannst du nur durch deine Cam gucken, ja, sie aber nicht mehr bewegen oder den Laser betätigen. Macht ja auch Sinn. Das ist durch die After-Death-Ability in der nächsten Season allerdings wieder möglich. Das heißt, streng genommen, wenn du tot bist als Attacker, kannst du deine Drohne noch bewegen und auch noch pingen und Yellow-Ping setzen und weiß der Geier was. Wow. Und als Defender gilt das gleiche auch. Du kannst zum Beispiel die Valkyrie-Cams, gut, da ist es egal, weil die beeinflusst das sowieso nicht. Die kannst du sowieso auch nutzen. Du kannst aber als Maestro zum Beispiel deine Evil Eyes noch vollkommen nutzen. Kann ich auch das heißt, schießen? Du kannst sie bewegen. Schießen, denke ich auch, ja. Ach du Scheiße. Okay. In der Tat, ach du Scheiße, das wird definitiv etwas ändern. Und vor allem in Bezug auf... Wer ist denn da jetzt noch so ein bisschen in dem das Bereich? Das wird ja total nervig. Stell dir mal vor... Echo. Echo. Oh, Echo könnte zum Beispiel seine Dinge auch noch benutzen. Boah, nee. Da ist es aber, wie gesagt, nicht so schlimm, weil die kann man jetzt auch zerstören. Sag ich mal. Ja. Aber es ist durchaus ätzend, wenn du den Echo tot hast und dann die Cams immer noch rumwuseln. Oh, das ist echt schlimm. Und auch beim Maestro so, stell dir mal vor, unten du plantest, bei den, auf Konsulat unten in der Garage, du plantest und wirst dann einfach die ganze Zeit von so einem Ding angeschossen und bist dann einfach tot, so. Also. Ja, das ist, mega ätzend. Das ist nervig. Ich bin auch gespannt, ich glaube, das bleibt aber auch auf dem Testserver erstmal, weil das getestet werden muss, inwiefern das wirklich gut ist. Ja, definitiv. Ja. Es gibt aber noch, neben der After-Death-Ability, ich hatte es vorhin angesprochen, das neue HP-System, und da gab es auch eine Änderung an Rook. Und zwar, beim HP-System sieht es wie folgt aus, da bin ich mir jetzt aber nicht 100% sicher. Also ich weiß zum Beispiel bei Rook, die Rook-Westen bringen dir jetzt, ich glaube, 20 oder 30 HP, wenn cool. du eine Weste nimmst. Mega. Das ist ganz geil, weil du bist dann als Rook etwas nützlicher. Allerdings wird das, denke ich, auch ein bisschen durch die Kona Station wieder ausgeglichen, weil durch die Kona Station werden diese Season Operator mit 200 HP oder was weiß ich, wie viel HP möglich sein. Alter. Ich hatte tatsächlich schon, ich hatte 175 HP oder so und habe mich dann mit Doc overhealed. Ich glaube, du kannst, die Obergrenze ist 220
Ach du Scheiße. Glaub ich. Ist es trotzdem noch Headshot, One-Shot oder was ist das ja. denn? Ja, okay, gut. Ist es trotzdem. Also Headshot ist immer noch One-Shot. Es wäre auch OP, wenn das ja, Doppel-Headshot so. Wäre. Das wäre auch viel zu stark, finde ich. Ja, das ist sowieso das Ding. Mega, mega spannend. Und ich weiß, da bin ich mir gesagt unsicher. Ich weiß, es gibt einen Operator, der hat 110. Ich glaube, das sind die Two-Speeds, die 110 haben. Mhm. Ich glaube, die 3 Armor haben 120 und ich glaube, die Free Speed 105. Das weiß ich aber nicht. Das ist jetzt okay. Spekulation. Aber bei den 110, bei den Two Speed, glaube ich, bin ich mir sicher. Und ja. Okay, ich hätte es als Ubisoft anders gemacht. So, ich hätte 110. Das bleibt aber, glaube ich, auch auf dem Testserver. Ach so, erst. Okay. Ich glaube, das bleibt auch auf dem Testserver und das finde ich auch gut, weil. Ja, ich auch. Es würde schon was ändern. Gerade wenn du zum Beispiel nicht so gut im Zielen bist, wirst du halt da extrem bestraft mit. Ja. Das finde ich nicht so unbedingt gut, aber inwiefern, vielleicht wird das ja auch runtergesetzt, dass man sich maximal noch bis 150 overhealen kann. Mhm. Aber das bleibt abzuwarten. Ja, das bleibt müssen wir abzuwarten. Ja, Freunde, yep. Dann war es das erstmal mit der zweiten Podcast-Folge. Mega, mega geil, wie gesagt. Lasst ein Like da, wenn ihr noch auf jeden mehr Fall. Davon haben wollt. Ja, ich finde es immer mega, mega spannend. Und ansonsten würde ich sagen, war es das an der Stelle. Ja. Und dann haut's rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Gut, tu dabei. See ya.